Brindleton Bay ist mein neues Zuhause. Die Nachbarschaft ist ruhig. Alle sind freundlich, aber distanziert. Zum Glück sind sie nicht so neugierig wie in Hanford-on-Bagley. Ruby scheint es zu gefallen. Und ich hoffe auch, mein kleines Baby wird sich hier wohlfühlen. Die Abwechslung tut uns gut. Ich fühle mich sicher. Zum ersten Mal nach so langer Zeit. Wir sind nun schon beim 10. Part meiner Okkult Baby Challenge angelangt. Und im letzten Part sind wieder jede Menge aufregende Dinge passiert. Einerseits hat Livia das Reich der Magie entdeckt und andererseits sind sie aus der geheimen Grotte geflüchtet und haben nun endlich ein wirkliches Zuhause. Livia, Ruby und ihr zukünftiges Kind leben nun hier in Brindleton Bay. Bevor wir zu den beiden vorbeischauen, habe ich noch einen kleinen Aufruf für euch. Ich bekomme immer wieder Kommentare und Nachrichten von euch, dass ihr für mein Let's Play gerne Sims erstellen würdet. Und da wir gerade hier nach Brindleton Bay gezogen sind, bietet sich das natürlich super an, denn wir brauchen neue Nachbarn. Erstellt mir gerne jede Menge Sims und ladet sie mir in der Galerie unter Hashtag ElienyxLiviaNachbarn hoch. Ihr könnt hier eurer Kreativität freien Lauf lassen, aber erstellt mir bitte keine okkulten Wesen. Denn irgendwie wäre das sehr seltsam, wenn Brindleton Bay auf einmal voller okkulten Sims wäre. Heute haben wir Freitag, es ist kurz vor 9 Uhr morgens und Livia und Ruby leben sich gerade in ihrem neuen Zuhause ein. Angekommen sind die beiden ja erst gestern Nacht, nun haben sie ein wenig ausgeschlafen und jetzt versucht Livia gerade Frühstück für die beiden zuzubereiten. Livia ist wie so oft auch sehr angespannt, denn mittlerweile gibt es bei ihrer Schwangerschaft kein Zurück mehr. Sie ist im dritten Trimester, das bedeutet, das Kind wird sehr, sehr bald auf die Welt kommen. Um genau zu sein, müsste es in diesem Part sogar schon soweit sein. Und Livia sitzt jetzt hier und lässt nochmal die gestrige Nacht Revue passieren. Sie denkt an all das, was Rylans Eltern gesagt haben und vor allem, wovor sie sie gewarnt haben. Sie haben ihr nochmal erklärt, wie gefährlich und mächtig Marvin und Mirko tatsächlich sind. Und ihr eben geraten, eine neue Identität anzunehmen. Und deshalb steht sie jetzt hier oben vorm Spiegel und beschließt, ihrem bisherigen Leben für immer den Rücken zu kehren. Livia hat jetzt ihr Makeover bekommen und ihr seid nicht ready dafür, wie sie aussieht. 3, 2, 1, go! Das ist Livia. Sie wurde tatsächlich blond. Für mich war es wichtig, dass es realistisch aussieht. Und ich finde, wenn man naturschwarze Haare hat und sich Blondierung kauft und sehr viel Talent hat, dann könnte man das vielleicht so hinbekommen. Bei der Kleiderauswahl habe ich mir die größte Mühe gegeben, ihr nur Sachen zu geben, die Livia normalerweise niemals tragen würde. Sie trägt sehr bunte Sachen, sehr helle Sachen, sehr auffällige Sachen und gleichzeitig sieht sie noch viel erwachsener aus. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie hier in Brindleton Bay sich als älter ausgibt. Offiziell müsste sie zwar noch zur Schule gehen, aber sie sagt jetzt einfach, sie ist schon Anfang 20, hat die Schule schon abgeschlossen und sucht hier einfach einen Neuanfang. Denn wenn ihre Nachbarn herausfinden, dass sie noch eine Teenagerin ist, dann werden natürlich Fragen gestellt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Ich bin wirklich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und ich habe mich auch noch für einen Decknamen entschieden. Ab jetzt heißt Livia offiziell nämlich nicht mehr Livia, für alle anderen Sims heißt sie Hazel. Das hat nämlich die liebe Johanna vorgeschlagen. Um genau zu sein, hat sie geschrieben, wir sollen Livia doch einen Decknamen geben, der an Emma erinnert, also an eine Pflanze. Und aus dem Grund habe ich mich für Hazel entschieden. Natürlich wäre bei Hazel auch naheliegend, dass sie brünett wird, aber irgendwie hat mir blond dann doch besser gefallen. Nun steht Livia vorm Spiegel und versucht sich an ihr neues Äußeres zu gewöhnen. Sie hat keine Zeit mehr, sich noch länger auf die Rolle vorzubereiten, die sie ab jetzt spielen muss, denn das Schauspiel beginnt jetzt. Das Begrüßungskomitee ist nämlich hier und Livia muss sich natürlich bei ihren Nachbarn vorstellen. Sie wird gleich mal alle hereinbitten. Ruby ist tatsächlich schon dabei, sich mit Jens anzufreunden. Ich weiß nicht, wie schlau das für Ruby ist, dass sie so gastfreundlich ist.
Da bin ich noch gespannt, ob sie in Zukunft nicht ein wenig vorsichtiger wird. Für alle, die mein Video über die Shells nicht gesehen haben, denen zeige ich noch ganz kurz das Haus. Das hat die liebe Simbo gebaut. Hier haben wir den Eingangsbereich, hier haben wir einen Wohnbereich, eine Küche, ein Badezimmer, dann noch einen kleinen Wohnbereich. Hier geht es in den Hinterhof. Hier hinten habe ich übrigens unsere Kuhpflanze gepflanzt. Dann ist hier der geheime Zugang zum Keller. Der wird bewacht von diesem Gartenzwerg. Und hier unten haben wir dann den geheimen magischen Keller für Livia. Und im oberen Stock haben wir eine Terrasse. Dann haben wir ein Kinderzimmer, wo zwei Kinder Platz haben. Das Zimmer für Ruby, ein Zimmer für Livia und dann noch ein Badezimmer. Das war jetzt nur eine ganz kurze Tour. Falls du das Haus genauer sehen möchtest und auch die anderen Häuser der Top 5 kennenlernen möchtest, schau gerne in diesem Video hier rechts oben vorbei. Ich weiß zwar nicht, was Livia gemacht hat, während ich euch das Haus gezeigt habe, aber irgendwie hassen sie alle ihre neuen Nachbarn. Und außerdem sind sie alle nicht mehr da. Livia hat sie also nach nur 2 Minuten vertrieben. Wow. Aber natürlich ist es unglaublich wichtig, dass sie ihre Rolle überzeugend spielt. Und deshalb wird sie jetzt mit Ruby auf ein Gemeinschaftsgrundstück schauen. Die beiden werden jetzt einfach hier in den Welpenpark reisen, um ein paar der Nachbarn besser kennenzulernen. Und hier im Park wurde Livia gerade von dieser alten Dame hier angesprochen. Das ist Brooke und die hat Livia hier jetzt gleich mal willkommen geheißen und versucht sie ein wenig kennenzulernen. Livia merkt, dass die Dame sehr hilfsbereit ist und deshalb versucht sie, auf das Gespräch einzusteigen und versucht eben auch, so nett zu sein wie möglich. Wir alle wissen, das fällt ihr ein bisschen schwer, aber sie gibt ihr Bestes. Sie wird sich jetzt aber trotzdem einmal über ihre Probleme beschweren und einfach erzählen, dass sie jetzt neu hierher gekommen ist und dass sie keine Freunde hat und dass sie auch irgendwo einsam ist und dass es ihr nicht gut geht. Und dann wird sie sie jetzt einfach mal nach ihrem Tag fragen und versuchen, besser kennenzulernen. Und weil sie eben merkt, dass diese alte Frau wirklich Mitleid mit ihr hat, wird sie ihr jetzt einfach mal erzählen, dass die Schwangerschaft nicht so geplant war. Und dann erfindet sie natürlich gleich eine wilde Geschichte über ihren Ex-Freund. Sie wird ihr eine dramatische Geschichte erzählen und einfach sagen, von heute auf morgen ist mein Ex-Mann einfach abgehauen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und jetzt stehe ich da, bald 2 Kinder und absolut kein Geld. Und wie wir sehen, trägt Brooke ja Arbeitskleidung. Und zwar arbeitet Brooke als Barista und sagt, weißt du was, ich gebe dir die Nummer von meiner Chefin. Ruf sie am besten einfach mal an. Ich bin mir sicher, sie hat einen Job für dich. Wir können immer Hilfe gebrauchen. Und deshalb wird Livia die Dame natürlich gleich mal anrufen und fragen, ob sie denn vielleicht eine neue Aushilfskraft suchen würden. Und zwar wird Livia sich jetzt als Barista bewerben. Dafür bekommt sie einen Stundenlohn von 41 Simoleons und arbeitet Montag, Dienstag, Mittwochs, Donnerstag und Freitags von 5 bis 7. Es ist zwar nur ein Teilzeitjob, also wirklich nicht das große Geld, aber mehr ist als Teenagerin eben leider nicht drinnen. Deshalb wird sie den Job natürlich gerne annehmen und hat Montag dann den ersten Arbeitstag. Falls ihr euch übrigens fragt, wie es jetzt mit Livias Missionen aussieht, sich an den Vampiren zu rächen, natürlich hat sie das alles nicht vergessen, aber sie ist gerade schwanger mit ihrem 2. Kind, außerdem hat sie noch ein Kleinkind, das heißt, das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Livia darf eben keinesfalls Aufsehen erregen, sie weiß ja nicht, wo überall Spione der Vampirbrüder sein könnten. Und deshalb wird sie ihre Recherche jetzt momentan auf ihren geheimen Keller beschränken und das Magierportal und alle anderen Okkulte müssen warten. Hier gibt es gratis Essen. Hähnchen Chimichurri-Spieße? Wie fancy ist denn das? Livia wird gleich mal hingehen und Ruby kommt auch mit und beide können sich ein Gericht nehmen. Gekocht wurde es von Patrick Sigworth? Der Mann von Ivo heißt auch Sigworth. Das ist der Bruder von ihm. Und der ist verheiratet mit Rory. Mit einem Werwolf. Sieht so aus, als wüsste Livias Familie mehr von der Geschichte, als wir gedacht haben. Oder zumindest Ivo und sein Mann. Und während Livia hier jetzt das Essen von Patrick isst, stellt er ihr auch ein wenig zu viele Fragen. Sie ist jetzt natürlich skeptisch. Sie hat ja keine Ahnung, dass
er in Verbindung mit Ivo steht. Er ist nämlich gleich auf sie zugekommen und hat gefragt, wie lange wohnst du schon hier? Bist du nicht gerade erst hergezogen? Warum bist du denn hergezogen? Und hast du einen Mann? Hast du eine Frau? Bist du allein hier? Und bei Livia klickt natürlich mal wieder der Beschützerinstinkt. Und sie wehrt sich, denn wie gesagt, sie hat keine Ahnung, dass er mit Ivo in Verbindung steht. Und dann wird es auch schon langsam dunkel und die ganze Situation scheint ihr ein wenig merkwürdig. Und deshalb beschließt sie, mit ihrer Tochter wieder nach Hause zu reisen. Und nun sind die beiden zu Hause angekommen und Livia bringt gleich mal ihre Tochter ins Bett. Aber natürlich macht sie sich Sorgen wegen dem seltsamen Fremden, den sie nun kennengelernt hat. Schreibt mir übrigens gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendwelche Storyline-Ideen habt. Das würde sich jetzt natürlich auch perfekt anbieten, dass wir sagen, Livia nimmt mit Ivo wieder Kontakt auf oder Ivo kommt sie besuchen, weil er eben über die ganze Situation Bescheid weiß. Und als Ruby nun eingeschlafen ist, wagt Livia einen ersten Blick in den geheimen Keller und wird gleich mal versuchen, mit den Dahingeschiedenen zu kommunizieren. Also, wie wir alle wissen, sie wird versuchen, mit Sora Kontakt aufzunehmen. Wir können die Urne von Sora auch gleich mal hier unten im Keller platzieren. Und hoffentlich kommt sie uns dann bald wieder besuchen. Oh nein, die Seance wurde unterbrochen. Die Wehen haben eingesetzt. Wie auch schon bei ihrem ersten Kind wird Livia die Geburt alleine meistern. Sie hat es einmal geschafft, sie kann es wieder schaffen. Und das letzte Mal hatten wir im Krankenhaus ja tatsächlich Besuch von Vampiren. Nochmal wird sie das also ganz sicher nicht wagen. Und als Livia merkt, dass die Wehen einsetzen, stürmt sie natürlich so schnell, wie es ihr möglich ist, ins Haus. Ruby bekommt von dem allen natürlich nichts mit. Sie schläft seelenruhig. Und hier oben steht jetzt auch schon eine Wiege bereit und dort wird Livia jetzt ihr Baby bekommen. Arme Livia, immer ist sie bei der Geburt ganz allein. Es ist wieder ein Mädchen. Ruby hat eine kleine Schwester. Leider habe ich diesmal ja keine Namensvorschläge von euch bekommen. Ich werde das Mädchen jetzt ganz einfach mal Akira nennen. Das bedeutet nämlich Sonnenlicht und Mondschein. Und passt deshalb, finde ich, sehr gut zu einem kleinen Wolfsmädchen. Aber falls ihr andere Vorschläge habt, schreibt mir die natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und als Zweitnamen brauchen wir natürlich auch noch irgendeinen aus einem fiktiven Universum. Also ab in die Kommentare damit. Und hier haben wir unsere kleine Akira. Livia wird jetzt gleich mal schaukeln. Dann wird sie sie auf die Stirn küssen. Und dann wird sie sie einmal an die Brust nehmen. Unsere Livia, sie ist einfach noch immer eine Teenagerin, aber hat jetzt schon zwei Kinder. Und während sie versucht, auch für ihre zweite Tochter die bestmögliche Mutter zu sein, hat sie in ihrem Hinterkopf natürlich noch immer Sora und all das, was passiert ist. Und sie stellt sich natürlich die Frage, wann wird sie es endlich schaffen, sich zu rächen? Wenn ich in ihre Augen sehe, tut es am meisten weh. Ich sehe Sora und ich weiß, dass ich sie rächen muss. Das bin ich ihr schuldig. Aber ich muss mich auch um meine Kinder kümmern. Sora, wenn du mich hörst, ich hab dich nicht vergessen. Ich brauche nur ein wenig Zeit.